Weiter geht's bei Workers and Resources hier in Nardivostok. Und wir sind unterwegs zu unserer Bretterproduktion. Und da kommen wir nämlich auch genau zum Thema der heutigen Folge. Wir wollen unsere Ziegelfabrik wieder mehr oder weniger in Betrieb nehmen. Die ist ja schon in Betrieb, aber ihr seht es jetzt hier an der Seite. Die Fußwege sind fertig und da wollen wir natürlich jetzt auch Busse hinschicken und ja, über diese Buckelpiste und da jetzt unsere Industrie in Betrieb nehmen. Also, auf geht's. Eine Sache müssen wir dann noch machen. Ich sage es jetzt schon in dieser 3 oder 4 Folgen, dass wir hier endlich einen kleinen Sportplatz hinsetzen wollen. Und damit fangen wir jetzt wirklich mal an, dass wir das auch jetzt echt mal fertig kriegen. Hier vorne sieht es übrigens auch gut aus. Ihr seht es hier, hier bauen die Leute jetzt auch dran. Ja, hier vorne wird auch jetzt gerade gebaut, der Fußgängertunnel. Ich weiß gar nicht, wo der hingeht. Da drüben hin, hier ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Die können sich jetzt überlegen, was sie machen wollen. Aber ist ja wurscht. Schon schick, ne? Also muss man ja, muss man schon sagen. Er ist auch, er ist nicht fertig, aber er wird langsam fertig. Und wenn die Straße durch ist, dann können wir endlich hier vorne auch weiterbauen. Na, es wird, es wird, es wird. Okay, dann gucken wir mal, dass wir euch hier mal rausziehen. Das restliche Gemuckse hier, das machen wir jetzt fix mit Rubel fertig. Und dann ist gut, dann können die sich nämlich um die nächsten Teile kümmern. Und ja, bevor wir da weitermachen, will ich jetzt echt mal gucken, ob die das da hinten überhaupt finden. Ja, das geht. Top. Dann bauen die jetzt hier weiter ihre Gleise. Und wir wiederum kümmern uns hier hinten jetzt echt mal um das Thema Sport. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier Schönes haben. Ich würde hier nämlich gerne irgendwas haben, was wir noch nicht haben. Wir haben hier vorne einen Fußballplatz, vielleicht einen Tennisplatz oder irgendwas in die Richtung. Das wäre mal was. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal einen Fußweg. Einmal dahin. Und dieser kleine Tennisplatz hier, der scheint auch nicht so wirklich auszureichen. Jetzt mal gucken, was wir hier Feines haben. Ich habe hier eine ganze Menge Modgebäude natürlich. Irgendwelche Stufen. Ja gut, Treppenstufen hoch und runter laufen ist jetzt vielleicht nicht das, was ich mir vorstelle. Das Ding ist leider zu groß. Ach guck, ein Basketball- und ein Fußballbolzplatz. Das ist auch nicht schlecht. Fußballplatz haben wir schon. Ein Tennisplatz. Ein Strand, da sind wir hier falsch. Ein Pool. Ah, das ist ja auch nicht das Richtige. Outdoor Swimming Pool. Ne. Ein Gym. Finde ich auch nicht schlecht. Haben wir noch gar nicht, ne? Aber ist hier irgendwie so ein bisschen oversized. Ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Und den würde ich dann hier hinsetzen. Einmal dahin. Zack. Da ein Fußweg ran. Einmal ausbauen. Fertig. Dann können sie hier noch ein bisschen bolzen. Dann können sie hier ein bisschen Basketball spielen. Und ein paar andere Sachen machen. Kostet auch nur ein bisschen Beton und Asphalt. Und dann ist die Sache gegessen. Ja, das Ding reicht anscheinend auch nicht aus, um hier dauerhaft alles zu betreiben. So, wie sieht es hier aus? Wir sind da vollständig. Ja, wir sind ganz gut belegt tatsächlich. Das sieht ganz gut aus. Okay. Treibstoffmäßig, da hatten wir ja einen mittelschweren Fehler beim letzten Mal gemacht. Ja, der wird gut rausgesorgt. Also Treibstoff haben wir. Bitumen haben wir auch. Dann können wir eigentlich auch den Bitumen-Export wieder aktivieren. Zack. Dass die Bitumen auch wieder geladen werden. Denn da sind jetzt, da ist jetzt wieder genug drin. Das können wir durchaus jetzt machen. Dann braucht er nicht immer nur so ein Fitzelchen dahin schicken. Das müssen wir uns auch gleich angucken. Aber erstmal gucken wir mal, was wir hier jetzt verbinden können. Also, die kommen dahin. Er kommt dahin. Top. Also, dann wollten wir nämlich die beiden Fabriken extra bauen. Wieso haben wir dort ein rotes Signal? Das verstehe ich nicht. Moment, wenn wir
hier noch ein Signal hinsetzen. Dann ist erstmal der Zug weg. Zack. Aber dann müsste es eigentlich gehen, ne? Ich hoffe es. Gucken wir mal. Wir fahren, ich würde sagen, wir fahren dem Zug mal mit hier. Mit langsamer Geschwindigkeit. Wir sind es aber im letzten Mal schon über die Brücke mitgefahren. Zum Teil, aber noch nicht ganz. Also ich muss ja schon sagen, das sieht schon echt schick aus. Okay, das Gefängnis vielleicht nicht. Da sollte man noch ein paar Bäume pflanzen. Einmal ums Gefängnis rum. Ach ja. Zum ersten Mal die neue Strecke, ihr Lieben. Der Hauptbahnhof. Bald gibt es hier in Nardivostok auch einen Hauptbahnhof. Und hinein in den Tunnel. Licht an. Oh Gott. Guckt euch das an. Hier gibt es sogar richtig eine Tunnelsimulation mittlerweile. Das ist ja cool. Also die Tunnelmitfahrt genehmigen wir uns jetzt mal, oder? Jetzt machen wir mal. Seht ihr das Licht am Ende des Tunnels? Gehe ins Licht, fahre ins Licht. Und sogar die Seitenausgänge haben wir da. Guckt euch das an, das ist so cool. Die haben sogar an die Seitenausgänge gedacht. Mega. Boah, ist das cool. Muss man ja schon sagen. Und... Du darfst weiterfahren, mein Bester. Ihr Lieben, willkommen in Jekaterinburg. Das ist das erste Mal, dass ein von Menschen Hand gebautes Objekt... Nein, natürlich nicht. Also, das ist das erste Mal, dass ein Zug von uns nach Nardivostok fährt. Ist das cool. Schön, schön. So, wie sieht's jetzt hier aus? Sind die Signale jetzt grün? Er ist jetzt rot. Warum zum Henker ist er rot? Das versteht mal einer. Ja, weil ich hier noch kein Signal hingesetzt habe. Da steht ein Zug. Ach, der baut das Ding jetzt. Oder? Moment. Ach, da ist auch rot. Nee, da ist kein Signal. Da ist ein Signal. Doch, der baut das. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es und jetzt bauen sie die Gleise. Top. Wunderbar. Sehr schön. Dann haben sie hier eine Menge zu tun jetzt. Das ist okay. Gut. Vollgas. Und dann können sie hier weiterbauen. Dann kümmern wir uns jetzt um die Ecke hier hinten. Dass wir das jetzt hier in Betrieb nehmen. Also, wir müssen einmal das Zementwerk und einmal die Ziegelfabrik. Die möchte ich über gemeinsame Busverbindungen betreiben und dazu haben wir einmal die Ziegelfabrikroute. Hier gibt es den Zill. Da passen, ich weiß gar nicht, wie viel gehen denn da rein in so ein Ding? Eine ganze Menge. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Also den Zill 158. Da haben wir eine Route. Dann gucken wir mal bei ihm hier. Da haben wir den CIS 155. ZIL 158, CIS 155. So, wo ist er? Da würde mir so eine Enzyklopädie oder sowas jetzt helfen. Wo ist unser Gebäude? Da. Bus. ZIL 158, 60 Leute,
Top. Ja, komm, super. Können wir eine Route von machen und setzen einen Bus noch drauf und die anderen verkaufen wir. Sehr schön. Also, die Route hier wird einmal umgebaut. Das ist Stratingrad Ziegel und Beton. Beton ist das, glaube ich. Okay. Und du steigst jetzt bitte dort aus. Nur aussteigen. Und die Ziegelfabrik wird bitte klack entfernt. So. Aber wir wollen natürlich nicht nur dort halten. Wir wollen natürlich auch dort halten. Und hier können bitte 100% einsteigen. Hier steigt bitte keiner aus. Hier wird nur beladen. Bitte keine reichen Leute. So. Das heißt, einmal dahin, einmal dahin. Und dann wird dort entladen. Also, Zill 158. Nerdivostok nach dort. Die Route hier. Einmal abgebrochen. Beziehungsweise müssen als allererstes sagen, du sollst dort und dort arbeiten. Jetzt gucken wir mal. Verteilung 30 auf 75. Sind 100. Das passt ganz genau. Wir brauchen also im Zementwerk 30%. Ja, das ist okay. Ja, so können wir das lassen. Okay, also 30% der Leute. Passt soweit. Okay, dann nehmen wir uns die Route, die hier ist. Jetzt können wir schon mal weitermachen. Und einmal, komm, wir verkaufen die jetzt alle. Ja, und die Route können wir dann eigentlich auch löschen. Und die ganze Route müsste jetzt dann weg sein. Okay. Und auf die Route, da kaufen wir jetzt noch einen 158er, damit das auch ein bisschen schneller geht, das Ganze. Ein Zill 158. So. Jetzt gucken wir uns nochmal die Route an. Die fährt nach dort. Und einmal bitte. Und ab dafür. Und ein Hubschrauber! Ein Hubschrauber! Oh Leute, ist das die erste Hubschrauber mit... das ist das erste Mal, dass wir Hubschrauber fliegen hier bei uns. Oh, ist das cool. Zack. Einmal mit dem Hubschrauber. Boah, ist das cool. Oh, nein, das ist zu schnell. Oh Leute, ist das toll. Oh, da freue ich mich schon, seitdem wir angefangen haben. Wo fliegst du hin? Oh nein, brennt unsere Ölindustrie. Wo geht's denn hier, mein Bester? Ach, der holt erstmal Wasser aus dem See. Wie cool ist das denn? Einmal Wasser tanken. Boah, ist das cool. Und jetzt einmal zum Feuer. Ab geht's! Wow. Nerdivostok aus der Luft, Leute. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Und das nicht mit meiner Cam, sondern im Hubschrauber. Wow. Und ich höre die Leute schon, wie sie am Computer sitzen und sagen, hört halt die Klappe, du redest alles kaputt.
Das wäre jetzt ein perfektes Ende für die Folge. Aber die Folge hat erst 15 Minuten. Ein paar Minuten machen wir noch. Ah, herrlich. Ah, der gibt mir ein Herz auf bei sowas. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Bin großer Fan von sowas. Muss ich wirklich, ganz ehrlich. Ach, sehr schön. Cool, cool, cool. So, wie sieht's hier oben aus? Da haben wir mechanische Teile überhaupt? Ja, müssten wir haben, ne? Haben wir hier unten, glaube ich, drin. Elektronik und Mechanik. Passt soweit. Hier oben haben wir jetzt auch hoffentlich alles. 24 Leute, 53. Ja, passt. Dann haben wir das Thema auch endlich erledigt. Und dann haben wir vor allen Dingen jetzt zwei Busse weniger, die hier losfahren. Und beim Geld bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, warum er jetzt nur so wenig mitnimmt. Haben wir jetzt echt alles beides leer genuckelt hier? Oh, wow. Hier sind 90 Leute drin. Wir bräuchten eigentlich mehr Leute. Ja, wenn die ganzen Baustellen abgeschlossen sind, dann ist das auch kein Problem mehr. Was sehen meine müden Augen? Sind das hier diese Doppeldinger? Nee, ne? Nee. Also wie gesagt, wenn die ganzen Baustellen abgeschlossen sind, dann ist das auch kein Problem mehr. Dann haben wir hier irgendwie knapp 100 Leute mehr. Aber solange müssen wir leider mit dem auskommen, was wir haben. Wir könnten gucken, ob wir auf 140 gehen. Na, aber viel mehr als 100 kommen wir wahrscheinlich nicht. Wir könnten noch ein paar Sträflinge mit reinpacken. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, wir haben 35 Leute. Wir können noch zwei Sträflingsbusse uns holen. So, machen wir sie. Polizeiauto. Ist das Baumfeldkapazität? Nein. Gefangenenbus da. 18, 6, 6. Oh ja. 2x 18 bitte. Dann müssten wir von hier aus eine Route haben. Ach Gott, da fahren schon 4 Stück mit. Ach, das sind die mit 5 Leuten. Ach du grüne Leute. Dann setzen wir mal hier die beiden auch noch mit drauf. Zack, zack. So. Dann können unsere Sträflinge mit in der Ölraffinerie schuften. Und jetzt will ich da mal gucken, ob wir hier wirklich welche haben aktuell. Ah, nein. Aber okay, doch, 120 Leute kommen hier schon rein. Okay, vielleicht ist es dann doch ein bisschen besser, dass wir hier ein bisschen mehr reinsetzen, damit wir die Produktion erhöhen. Ja. Genau, wir brauchen einfach mehr. Ihr seht ja, die Züge fahren nicht mehr voll hin. Wir sind am 15. April. Wie viel haben wir jetzt exportiert? Ah, sind aber schon bei 1, da haben wir einen extremen Peak gehabt. Wir sind aber schon bei 1,7 Millionen. Ja, na gut. Gucken wir mal, ob das jetzt ein bisschen besser läuft. So, dann gehen wir wieder auf Vollgas. Wir wollen ja eigentlich noch unseren Bahnhof hier sehen, der ja auch heftig und bebaut wird. Jetzt müssen wir vor allen Dingen mal checken, ob hier jetzt alles Roger ist. Hier warten jetzt ein paar Schüler mit dem Schulbus, das ist okay. Da gehen ab und an Leute rein. Statistikfolge machen wir beim nächsten Mal, um das alles genauer anzuschauen. 61%, warum sind die denn so unzufrieden? Krankenhaus? Nein. Habe ich hier ein Krankenhaus vergessen? Tatsache. Ich habe ein Krankenhaus vergessen. Schule, Kindergarten, Einkaufszentrum. Ja, tatsächlich. Wie sieht es bei denen hier aus? 74%. Aber der müsste doch da hinkommen, oder nicht? Also, hier kommt der Krankenwagen, kommt hin. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr hier noch eventuell ein kleines Krankenhaus hinsetzen wolltet. Wir gucken mal, was ich dabei habe. Ansonsten auch gerne Links in die Mod. Quatsch. Also Links von Mods in die Kommentare. Fire Station. Hier so eine kleine Klinik. Das könnte man mit ein bisschen Umbauen da reinsetzen. Das ist zu groß. Viel zu groß. Zu groß. Also wenn... Schick, aber zu groß. Also wenn, dann machen wir das
mit dem kleinen Gebäude hier. Nee, das war's nicht. Na, oder sowas hier. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Hier oben vielleicht. So ein kleines Teil. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall mit einem kleinen Gebäude. Übrigens, was wir ganz vergessen haben, das ist die Überwachungsstation für Verschmutzung hier hinten wieder aufzubauen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Das zimmern wir einfach damit dran. Und lassen das automatisch bauen. Okay, sehr schön. Dann gucken wir mal, wie es mit den Baustellen an sich aussieht. Also die Industrie ist soweit eigentlich abgeschlossen, ne? Kann man jetzt erstmal sagen. Haben wir hier oben jetzt Fertigstellung? Nee. Gut, ist auch nicht so schlimm. Das kann ruhig noch ein bisschen dauern. Und, oh Gott, Leute, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben hier die Straße vergessen. Kommen wir da überhaupt noch lang? Da kommen wir gar nicht mehr lang. Was machen wir denn da? Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Wir können natürlich hier rüber gehen, was auch nicht geht. Die müssen jetzt alle da hinten lang fahren. Eieieiei. Und wenn wir da lang gehen. Das können wir. Also das müssen wir nochmal ausprobieren. Das habe ich ja. Das haben wir vergessen, muss ich ja sagen. Oder hier rum? Nee. Das passt alles von den Höhenverhältnissen nicht. Würde nur maximal hier runter gehen. Aber das sieht auch wieder so doof aus. Ah, das ist ja doof. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Na, wir haben dann wirklich im Moment nur diese Straße als Einfahrt. Alternativ hier rein. Die Frage ist das so schlimm? Wenn wir nur die Straße haben. Die wollen ja so und so nur hierhin, die Leute. Maximal, wenn sie da oben hin wollen. Da ist der Weg natürlich weiter, ne? Könnten wir denn hier einen vernünftigen Weg runtersetzen? Ne. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Wie sieht's aus, wenn wir das machen? Aber wir müssten da vorne. Müssten es tatsächlich hier nochmal anschließen. Kommen wir das irgendwie hin, dass wir da nochmal was machen? Glaubt zwar nicht wirklich dran, aber vielleicht schaffen wir das dort noch einen Anschluss zu machen. Vielleicht gehen wir von dort aus nochmal los. Ah, das ist natürlich jetzt alles unschön. So geht's. Okay, es wird definitiv keine schöne Straße, aber das müssen wir machen. Warum? Damit die Autos hier langfahren können, da hoch und direkt hier oben hinfahren. Denn ansonsten haben wir irgendwann echte Probleme hier bei ihm. Es könnte ansonsten wirklich Probleme verursachen. So, und jetzt gucken wir uns zum Schluss nochmal die Nachrichten an. Zug wartet. Das brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Das sind diese alten Firetrucks. Und wir haben einen neuen D1-Triebzug. Da können wir Touristen mitholen. Wir haben einen neuen Gaga. Eine neue Tram. Sehr schön. Da müssen wir uns irgendwann auch noch Gedanken machen. Aber das machen wir mit dem nächsten großen Update. Ein Gebäude brennt. Ja, das haben wir schon gesehen. Genau, ein Gebäude wurde gelöscht. Wunderbar. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier haben. 700 Tonnen Holz. Passt. Wir könnten wahrscheinlich bei den Ziegeln. Bei Holz, Ziegel und Beton sogar noch einen runtergehen. So, da wird einfach alles entladen. Wir sind auf 70% Holz, Beton, Platten und Ziegel. Wir gehen mal auf 60 runter.
Genau, wir gehen mal auf 60 runter und hoffen mal, dass das passt. Ja, also, so richtig viel exportieren wir immer noch nicht, ne? Jetzt müssen wir echt mal gucken, warum. Der hat doch 400 Tonnen drin. Ja. Der hat auch einen direkten Anschluss an die 400 Tonnen. Sehr selten Samen. Was haben wir denn da? 57 Tonnen Bitumwender exportiert. Wo ist der nächste Zug? Da fährt auch gerade nur so ein Zweier lang. 100 Tonnen Ziegeln. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas schief läuft. Da ist gerade einer hingefahren, der hatte 300 Tonnen Bitum exportiert. Hm, komisch. Also er sollte eigentlich genug exportieren. So, jetzt fährt den ganzer Zug hin. Den beobachten wir mal noch mal. Und er sollte sich jetzt den Wanst vollschlagen mit Benzin. Das fände ich ja ganz cool. Gucken wir mal. Er nimmt nur... Was soll das denn? Wieso nimmt denn der 43 Tonnen Bitum mit? Pass mal auf, wir machen das mal so. Wir werden den wirklich jetzt nochmal sagen, dass er die Bitum nochmal lassen soll. Ich habe eine Vermutung, dass das daran liegt, dass wir hier eine direkte Verbindung haben. Aber das ist natürlich ärgerlich, ne? Ob wir die Bitum dann auch noch mal umbauen in ein internes und ein externes Lager? Ich würde fast sagen, ja. Ja, wir machen das. Wir machen das. Kriegen wir das Ding direkt angeschlossen? Ich habe das Gefühl, dass das daran liegt. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Bei ihm weiß ich jetzt nicht, ob wir da eventuell Längenprobleme bekommen. Nee. Geht. Okay. So geht's. Perfekt. Einmal mit Rubel. So, dann sind wir da direkt angeschlossen. Dann einmal dich weg, bitte. Dich weg. Und die Leitung verbinden. Und das Exportlager machen wir nochmal extra. Moment. Das war Quatsch, das müssen wir nochmal abbrechen. Wenn wir jetzt dabei sind, dann machen wir es gleich richtig. Das heißt, das ist das Exportlager. Wir gucken mal, wenn Prioritäten. Das geht gleich mal auf niedrig. Egal, alle anderen sind höher priorisiert. Passt. Einmal kurz gucken. Da gehen die Bitum rein. Wir können hier, glaube ich, jetzt aber auch keine Mengen angeben, ne? Wir könnten hier auch durchaus sagen, dass die externen Bitum als erstes dahin sollen. Nee, wir lassen das. Nee. Wir lassen das erstmal so. Das war doof, dass wir die Rohrleitung abgerissen haben. Wir lassen die Rohrleitung erstmal da dran. War natürlich Quatsch, dann haben wir jetzt einmal 20.000 Wind gesetzt. Aber ist egal. Wir lassen die da jetzt erstmal dran. Und dann gucken wir, dass wir das wirklich erstmal damit bauen. Und dass wir jetzt hier in der Lage sind, die kompletten Bitumen, die hier drin sind, zu erkennen. Und wenn wir das nämlich haben, dann werden wir sagen, dass er bitte mit Bitumen und das auf 10% nur leer macht. Okay, gut. Das heißt, Bitumen darf er nur auf 10% und die Treibstoffversorgung darf er komplett. Na, jetzt funktioniert's. Okay. Es lag also wirklich daran, also das ist ja ein bisschen ärgerlich, muss ich ja sagen. Ihr müsst das entweder beides gleichzeitig anschließen, richtig oder nicht. Ansonsten kriegt ihr hier echt Bitumenprobleme. Okay, gut. Wenn man das weiß, ist das ja okay. Jetzt funktioniert es. Jetzt haben wir hier 80.000. Jetzt sind wir auch schon bei 30 Minuten. Und jetzt gucken wir zum Schluss nochmal, ob wir hier unsere Baustelle fertig haben. Na, ein Drittel haben wir schon geschafft.
Okay, dann geht's morgen weiter mit den Kommentaren eurer Woche, also dieser Woche und mit den Statistiken der letzten Wochen und Monate in diesem Spiel. Jetzt gucken wir nochmal, letzte Chance zum Kauf, den brauchen wir nicht. Also in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nicht morgen, übermorgen, morgen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Strategie. Ciao, ciao.